Was gehört denn zu einem Projektauftrag dazu? Fragt der Prüfer. Und damit ist klar, wir sind im Projektmanagement und der Projektauftrag steht ziemlich am Anfang des eigentlichen Managements des Projektes. Und es sind diverse Elemente, die zu dem Projektauftrag dazugehören. Und es ist eigentlich nicht besonders schwer, diese Frage zu beantworten. Ganz klar ist, dass zunächst mal das Kind muss einen Namen haben, ne? Projektbezeichnung und Kurzbeschreibung. Ja, also ganz kurz skizzieren, um was es hier geht. Bezeichnung und Beschreibung, ne? Die Bezeichnung allein wird wahrscheinlich noch das nicht sagen. Vielleicht schon, aber durch die Kurzbeschreibung wird klar, um was es geht. Ne? Und damit geht's los. Das ist also der erste Schritt, wenn man so will. Dann natürlich das Ziel oder die Ziele des Projektes. Auch klar. Ne? Dann der Auftrag, der oder die Auftraggeber. Ne? Das kann intern sein. Das ist oft so. Ne? Auftraggeber ist dann intern die Geschäftsführung, ich schreibe mal GF, ja, oder es kann auch sein extern und dann ist es in der Regel ein Kunde. Ja, und das sollte natürlich auch klar sein, wer der Auftraggeber ist, wer dahinter steckt, ne, wem man dann letztlich berichten muss. So, dann brauchen wir ja noch ein paar Daten bezüglich des Projektes an sich, nämlich Projektbeginn und das Ende, das geplante Ende. Eventuell noch weitere Terminvorgaben. Ne? Also nehmen wir es mal auf, eventuell Meilensteine. Ja, je länger das Projekt ist, desto wichtiger ist es, mit Meilensteinen zu arbeiten. Meilensteine sind Etappenziele. Ne? Und das könnte man auch in den Projektauftrag mit aufnehmen. Dann ganz wichtig, das Projektbudget, wenn noch im klassischen Sinne hier budgetiert wird, das Projektbudget und eventuell auch und der Ressourcenbedarf. Ja, das Budget ist im Prinzip eine Zahl und der Ressourcenbedarf ist eine Beschreibung, dass man zum Beispiel für das Projekt für eine Woche bestimmte Räume braucht oder bestimmte Maschinen oder auch bestimmte Fotokopierer oder so etwas. Ne? Das ist dann Ressourcenbedarf und natürlich die Menschen, die an dem Projekt mitarbeiten, also Projektbeteiligte. Und wer sind die Projektbeteiligten? Da ist der Projektleiter und da ist das Projektteam und da ist eventuell ein Projekt, ich kürze mal mit P ab, Projektlenkungsausschuss. Ja, der Projektlenkungsausschuss sitzt dann zwischen dem eigentlichen Projekt und dem Projektteam und der Geschäftsführung, wenn wie hier die Geschäftsführung der Auftraggeber ist. So, das sind die wesentlichen Elemente eines Projektauftrages und ich denke, dass eine solche Frage machbar ist. Ja, also das kann man wirklich bewältigen, weil das sehr, sehr logisch ist. Alles Gute, Marius Ebert. Zu Risiken und Nebenwirkungen falscher Lernmethoden klicken Sie auf den Link unter diesem Video.